Minecraft steht vor einem Scheideweg und das sei nun mal da so hingesagt, denn was in kürzester Zeit auf uns zukommen könnte, könnte dieses ganze Spiel wahrscheinlich zum Positiven oder auch zum Negativen verändern. Es geht darum, dass Minecraft die Euler verändern will, in der es heißt, in der nächsten Version der Euler, dass ab sofort keine Server mehr Geld mit Minecraft machen dürfen. Das ist natürlich, hört sich das erstmal sehr, 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 sehr arg bissig an. Aber natürlich hat Minecraft Mojang gesagt, dass es natürlich dementsprechend Ausnahmen geben wird, weil Minecraft-Server kann man ja nicht einfach so unentgeltlich hosten, ohne dass dann eben da was da rauskommt. Das Problem an der ganzen Sache ist doch, dass sie Pay-to-Win eine Regel vorschieben wollen, weil sich mehrere Eltern darüber beschwert haben, dass ihre Kinder zu viel Geld dafür ausgeben, beziehungsweise dass sie Geld von Mojang zurückverlangen wollten, was ihre Kinder bei anderen Servern wie Hypixel, MCPVP oder Mineplex ausgegeben haben. Nun, berechtigter Grund eigentlich zu sagen, dass dieses Pay-to-Win aufhören muss. Das Problem an der ganzen Sache ist, dass diese großen Server teilweise wirklich die Lebenserhaltung von Minecraft sind, und teilweise auch die Gründe sind, dass sich viele immer heute noch Minecraft kaufen. Die Singleplayer-Option wird relativ wenig genutzt und ich denke mal, das ist auch berechtigt, weil die Singleplayer-Option mittlerweile relativ ausgelutscht ist. Bei Multiplayer ist der Vorteil eben da, dass die Leute eben immer neue Sachen rausbringen, immer neue Modifikationen und irgendwelche neuen Spiele, diese dann natürlich anbieten und dementsprechend den Leuten damit etwas Neues präsentieren. Bei Mojang kommt sowas vielleicht, ja, grob geschätzt, alle 2 Jahre mal, dass irgendetwas Neues, Innovatives wirklich rauskommt und bei Spielmodi ist das halt mittlerweile wirklich sehr, sehr oft der Fall. Nun, jedoch ist es jetzt so, dass nicht nur Minecraft-Server wahrscheinlich der Regel vorgeschoben wird, in gewisser Weise, dass eben Pay-to-Win verboten wird, sondern auch das Spiel Mods, also Modifikationen für den Client, ebenfalls untersagt werden. In der Hinsicht, dass keine Adfly-Einnahmen mehr oder keine Geldeinnahmen mehr dadurch gemacht werden, beispielsweise am schlimmsten davon betroffen ist Optifine. Da wird es nämlich so aussehen, dass es ab sofort keine Capes mehr geben wird, sondern Hüte, damit man Optifine da einen Riegel vorschiebt, weil Mojang das natürlich auch nicht gefällt, dass die da Geld machen. Und ja, dementsprechend ist da jetzt natürlich der große Shitstorm gegen Mojang in Gange. Und man fragt sich natürlich, wie sich das Ganze auswirken wird auf Minecraft, was letztendlich passiert. Momentan ist ja noch die alte Euler da, aber da kann man wirklich gespannt sein darauf, wie sich das Ganze entwickelt. Manche bösen Zungen behaupten auch, dass es daran liegen könnte, dass Mojang die Euler ändert, weil Minecraft Realms nicht so laufen will, wie es eigentlich laufen sollte. Zur Info, Minecraft Realms ist das Programm, das Mojang vor kurzem in die Worldwide-Version gestartet hat, wo sich Leute für 10 € einen Server mieten können, bei Mojang direkt und diesen dann verwenden können. Ob es damit was zu tun hat, ist bisher aus irgendwelchen Statements nicht zu hören, sondern es behaupten nur viele böse Zungen. Ob an der Theorie was dran ist, das kann man natürlich nicht sagen. Minecraft an sich verdient ja immer noch 10.000 Kopien am Tag, wie auch schon der Mitarbeiter Eric Bröss in dieser Diskussion hier sagt. Den Link zu der Diskussion gibt es übrigens in der Beschreibung, dort könnt ihr das eben dann nochmal nachlesen. Das Problem, zwar behauptet er, dass 10.000 Kopien am Tag immer noch von Minecraft verkauft werden, aber der Grund dafür, weswegen sie verkauft werden, ist natürlich nicht genannt. Meine Argumentation zu der ganzen Situation ist natürlich, ich kann Mojang beim besten Willen verstehen, mich würde es natürlich auch ankotzen, wenn mein Geschäft durch diese ganzen Server da
mehr oder weniger ein wenig eingefahren ist, aber das Problem ist auch, dass die Server teilweise der Grund dafür sind, dass immer noch so viele Kopien von Minecraft an sich verkauft werden. Man hätte vielleicht bei Realms ein bisschen mehr darüber überlegen sollen, wie man das Ganze gestaltet, denn irgendwie angekommen ist es bei keinem. Dementsprechend schätze ich mal, dass es da natürlich auch Marketingfehler bei Mojang an sich gibt und dass diese dementsprechend erstmal ausgebessert werden sollen. Nun, das war's von mir. Ich möchte mal eure Meinung zu dem Thema hören, wie ihr das Ganze findet mit der Euler und mit dem Wandel von den Geschäftsbedingungen von Minecraft. Ob ihr befürchtet, dass beispielsweise große Server wie jetzt mal angefangen mit Hypixel, Mineplex oder Gomme HD von der deutschen Seite mal gesehen, davon betroffen sind und wie es inwiefern sie davon betroffen sind. Ich werde demnächst mal schauen, ob ich mit dem einen oder anderen Server darüber sprechen kann. Vielleicht lässt sich ja daraus schließen, wie die Server darauf reagieren. Bis dann wünsche ich euch einen schönen, was haben wir heute, Donnerstagabend und haut rein, Leute.